Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Mit am Start, wie immer, der gute Simtex. Guck, ich habe mir so gedacht, hier, der Stein hier, der ist doch perfekt. Hast du hier so schön aufs Wasser, das heißt, wenn da die ganzen Upgrades kommen, können wir da was machen. Und das hier, bist du eigentlich am Labor und alles. Bin der Meinung, wir sollten hier was hinbauen. Vor allen Dingen jetzt, da wir dank dir diese Holzdinger bauen können. Ah, gut. Das heißt, wir brauchen auch eine neue Workbench, ne? Craftet man denn eine Workbench? Wie haben wir die denn gecraftet? Ah, hier, Base Building. Mushroom Garden, ne, die Mushroom bei Utilities. Utilities. Workbench, hier. Ah, die ist ja einfach. Also. Das Problem ist aber, ich glaube, wir müssen wir hier nicht auch dann ein Dings machen. Und was? Damit wir ein Haus quasi da drin haben. Lass erstmal dieses Stem-Scaffolds bauen. Was hältst du davon? So eins oder was? Ja, genau so eins. Und dann bauen wir hier erstmal so schön. Willst du das als Fußboden benutzen oder? Ich will das quasi, weißt du, so als Fundament, dann so eine Treppe hoch und dann okay. Können wir so ein riesiges Ding da drauf. Dann warte ich. Okay, dann muss er eins setzen. Setz du das erste dann, oder? Ja. Setz ich die anderen so. Dann noch. So, die hier hin, ne? Dann sind wir hier so ein bisschen höher. Können wir eine schöne Veranda zum Wasser machen. Man muss ja auch für das Auge muss ja mitgucken, ne? Das Auge spielt mit, ne? Ich will ja auch hier was bauen, was ästhetisch ist. Ist ja ganz wichtig bei sowas. So. Warte mal, stopp. Was denn? Irgendwie ist da was falsch gelaufen. So, jetzt wieder. Also damit haben wir, ich würde jetzt sagen, wir bauen erstmal das und dann gucken wir, wie es weitergeht, ne? Ach man, wir bräuchten hierfür die Hacke Nummer 2. Die Axt? Meinst du? Axt Level 2. Ah, das ist, glaube ich, eine Insektenaxt, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie wir die herkriegen. Wir brauchen aber jetzt erstmal wieder Pusteblumen. Bock, eine Spinne zu plätten? Ist hier eine? Ja. Kommst du zu mir? Ah, jetzt ist sie durchs Dings gegangen, aber ich würde sie trotzdem weghauen. So. Hi. Drauf da. Oh mein Gott. Ohne Spaß, ne, dieses Geräusch, wenn die loskämpft, ne, wenn die angreift, ne? Dieser Schrei. Ist so verdammt grässlich. Oh mein Gott. Stirb. Oh, boah, da, so. Da draußen müssen wir. Da ist direkt sogar eine Pusteblume. Bin im Spiderweb gefangen, oder? Wie mache ich das denn kaputt? Hallo, ich baue das gerade ab. Achso, mit was hast du es abgebaut? Mit dem Hammer, oder? Mit der Axt. Ich habe rausgefunden, dass man die Stink... Oh, da kämpft... Oh, lol, da kämpft ein Spider gegen Stinkkäfer. Ja. Oh mein Gott, da hat die voll gestunken. Kampf der Giganten, Alter. Hey, voll cool. Ich wusste gar nicht, dass die gegenseitig auch kämpfen. Also so die großen Viecher halt, ne? Weißt du, was ich meine? Eigentlich haben die irgendeine... Die sind sich halt gegenüber den Weg gelaufen. Ich frage mich jetzt nur halt, ob die sich jetzt bis zum Tod prügeln oder ob... Hoffentlich. Oh lol, der Stinkkäfer hat gewonnen. Stinkkäfer sind aber tatsächlich ganz einfach zu killen, ne? Du musst nur weg, wenn die furzen. Oh mein Gott, ich hab Akku. Vom Stinkkäfer? Vom Stinkkäfer. Die Spinne ist ja tot. Oh mein Gott, ich bin schnell aus dem Radius raus. Du darfst halt nicht in diesen Stinkradius reingehen, weil sonst bist du gearscht. Aber sonst sind die eigentlich sogar ganz chillig zu besiegen. Wenn der sich aufbläht, weg. Ne, wir müssen sowieso da raus. Der ist in dem... Der hat noch das Gas. Gott. Der Assi. Wie kommen wir denn jetzt an dran? Ich hab... Mach ihn doch mit deinem Dings. Mit dem Bogen? Ich weiß halt nicht, wie viele Pfeile ich noch hab. Und die machen halt auch nicht so viel Damage, ne? Es geht. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Gut ist ja, dass die Pfeile ewig gehen. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ist die Wolke noch da? Die Wolke ist weg, wir können draufschlagen. Ich bin jetzt gerade wieder ein Stück weg gewesen. Egal, er ist eh gestunt. Mal schauen, geht drauf. Geht's hier nochmal hin? Irgendwo war doch hier das Spötennetz.
So, ja. Tot ist er. Waschen? Ja. Ja. Stinky Bug. Stink Bug. Vielleicht kriegt man von dem dann die Action-Teile. Ja, von dem hier vorne ist eine Spinne. Und hier ist eine. Ah ne, Distel ist das kein Dings. Eine Spinne ist noch hier, eine Distel. Was bringt. Bei Ameisen. Die gerade. Wo ist eine Spinne? Ah, da. Okay. Mit dem können wir auf jeden Fall die Gasmaske machen. Für später das komische Gebiet da. Wo sind denn die Sachen, die wir hingestellt haben? Ah. Hier. Was ist da eine Craft? Dingens? Ah, die kann man ja wieder abbauen. Okay. So fürs erste Wäscherschmin. Eins, zwei. Was sind sogar. Noch einer. Hier. Fünf kann ich jetzt mal fürs erste mitbringen. Vor allen Dingen fällt mir gerade auf, wir haben ja dieses Juice-Pack. Damit kriegen wir voll das gute Trinken immer wieder. So, ja. Hier. E. Hold to build. Das jetzt. E. Hold to build. E. Hold to build. Perfekt. Da haben wir ja schon mal was yeah, hingebaut. Dann nochmal hier was reinklatschen. Hold to build. Hold to build. Perfekt. Wird ja. Na, ich glaube, wir brauchen noch... Ja, da brauchen wir locker noch ein paar rein. Aber fürs Erste ist das gut so. Ah, du hast schon hier... Ich kann die mit Archon-Shells auffüllen, die Storages. Ja. Wir brauchen noch Clover-Leaf. Ah, das gibt's ja Clover, wunderbar. Irgendwo hier gab's auch welche. Ah ja, hier, direkt bei uns. Ich muss feststellen, wir haben... Ist echt ein guter Ort, den ich da ausgesucht habe. Wir haben alles, was ich brauche. Alles, was wir brauchen, sorry, ist da. Ah, oh, das, was du brauchst. Ich hab's schon verstanden, ja? Ich bin hier nur Arbeitssklave. So ungefähr. So wie immer, ne? Was sind eigentlich Gnats? Hm? Da steht doch Kill 4 Gnats. Was ist damit gemeint? Das sind Fliegen. Achso, okay, gut. So, analysieren wir mal hier die Stinketeile. Was kriegen wir da? Wahrscheinlich die Face Mask, ne? Ah, ne! Insektenhammer Stufe 2. Damit haben wir immerhin schon mal den Hammer. Ah, der Hammer. Damit können wir die Minze abbauen dahin. Achso, ja, wo wir herkommen. Dieses TikTok-Ding, TikTok-Dings. Eine TikTok, aber ja. Und was geht's noch aus der Flower? Eine Trap. Okay. Gut. Aber Hammer ist ja immerhin schon mal was Geiles. Lol, hier ist hier ein Spaten. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Käfer? Ich hab einen neuen Käfer gefunden. Willst du mitkämpfen? Ah, du bist schon da. Der ist da runter. Da unten ist er. Weiß nicht, was der kann. Der sieht aus, als würde er mich... Er will mich irgendwie angreifen. Doch. Gift. Giftkäfer, wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oha, der kann das... Aber der hat... Säure. Ja, Säure, aber der hat ja auch irgendeine Höhle... Da ist irgendeine Höhle da hinten da. Der ist weg. Kannst du mich holen? Komm. Super. Ich glaube, wenn wir der Säure ausweichen, können wir den plätten. Kommt der? Nee, der hat keine Akro. Wir müssen nur warten, bis er die Säure gespuckt hat, ne? Und der Säure ausweichen. Dann können wir den plätten. Aber das war sowieso sauenges Terrain. Wo ist er? Ein Ausweichkampf ist das nicht. Irgendwas, sind das die Mites oder ist das der Käfer? Auf andere Weite, ist nur dort in dem Loch drin. Ja. Okay, die Frage ist, wie macht man das jetzt intelligent? Er hat gesputzt. Jetzt können wir. Bombardier, Beetle. Bombardier. Er spuckt gleich nochmal. Bist du sicher? Ja. Ja. Okay, hast du recht gehabt. Ja. Nochmal gespuckt. Boah, das ist voll. Wie oft der spucken kann. Oh, nicht. Er will nochmal. Oh. Er ist gestunt. Jetzt drauf. Ist er nicht mehr gestunt? Oh mein Gott. Ich bin fast down. Ich bin down. Geh weg. Geh einfach weg. Lauf außen rum und hol mich wieder hoch. Das Problem ist, hier sind überall Mites. Ja, ich weiß nicht. Kein bis kaum Leben. Wo ist der?
Weg von mir. Ah ne, warte, er kommt gerade in meine Richtung. Ah, der ist direkt da vor dir. Er geht aber wieder runter zum Loch, jetzt kannst du. 10 Sekunden. Ja, laufen. Die ganzen Fliegen werden mich wahrscheinlich töten. Ich weiß auch nicht, ob die Fliegen Damage machen. Oder ob die mich nur stupsen können. So, wie viel Leben hat er noch? Also ich hab fast keins mehr. Achtung, hinter dir! Ja. Oh mein Gott, der ist wieder voll, der ist wieder voll. Nein! Mein Gott. Ja, okay, ist ganz vergessen. Ich muss runter ins Loch rollt. Irre! Respawn. Komm, 250 cm. Ich packe mal. Easy. Wo ist der Beetle? Oh, der ist gerade hier. Super, ich lenke ihn ab. Er ist momentan gechillter. Hast du deine Sachen? Ja. Ich meine auch. Ich muss mich nur noch ausrüsten. Na, ich kann ja einfach auf Doppelklick machen, ne? Ja. Oh nein. Ja, ich seh's. Alter, ich bin fast down. Oh mein Gott. Wir brauchen dringend diese, Ladybug-Rüstung. Anders wird das hier nichts. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da, dann könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen. Schaut doch auch mal gern bei dem lieben Symdex vorbei. Unten in der Beschreibung ist er verlinkt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.